Das ist übrigens auch ein Aprilfoto. Es steht ein markanter Wetterwechsel an. Der geht nicht nur von den warmen frühsommerlichen Temperaturen weg hin zu fast spätwinterlichen Temperaturen, vor allen Dingen in den Nächten, sondern auch das gesamte Witterungsempfinden wird sich umkrempeln. Zudem zieht heute eine weitere Kaltfront über uns hinweg und im Bereich dieser Kaltfront drohen zum Teil schwere Sturmböen. Grüße Sie und grüße euch. Und was da auf uns zukommt, schauen wir uns kurz an in Sachen Wind. Das sind die Windspitzen in Kilometer pro Stunde, die wir bis 15 Uhr haben werden. Es werden an der Nordsee, allerdings nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden und Belgien, zum Teil Spitzenböen von über 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Bei uns sind es eben 50 bis 80. Im weiteren Verlauf des späteren Nachmittags bis etwa 17 Uhr erfasst das Windfeld den Alpen-Nordrand bis Böhmen rein und geht dann über Westsachsen wieder rauf zur Nordsee. Und über 80 Kilometer pro Stunde haben wir teilweise von den Benelux-Ländern dann bis nach Rheinland-Pfalz rein, NRW und ins südwestliche Niedersachsen. Hier zieht die Kaltfront durch und das wird zum Teil sehr ruppig sein. Wenn die Kaltfront kommt, zusammen mit Platzregen, mit Gewittern und Graupel, dann faucht mal eben der Wind los. Da fallen dann so richtige Wassersäcke in dieser Kaltfront vom Himmel und die Böigkeit ist sehr unangenehm. Und im weiteren Verlauf des Abends und zu Beginn der Nacht sind wir eigentlich in ganz Deutschland dran mit starkem bis stürmischem Wind. Am heftigsten wird es dann vor allen Dingen im Süden. Das ist der sogenannte Leitplankeneffekt. Wenn das ganze Windfeld von Nordwesten herangezogen kommt, wird das an die Alpen gedrückt. Es wird etwas gestaucht und flutscht dann nach Osten ab. Entsprechend sind hier die größten Windspitzen. Und die Kaltfront liegt ungefähr um die 20 Uhr hier im nördlichen Baden-Württemberg, dann nach Westen Frankens rein, über das westliche Thüringen bis rauf ins östliche Schleswig-Holstein. Um 23 Uhr hat es diesen Bogen und um 2 Uhr in der Nacht passiert das Ganze dann Bayern nach Südosten, zieht weiter rein nach Ober- und nach Niederösterreich, hat aber ansonsten Deutschland wieder verlassen. Und gerade in den Gebieten ist da eben der ordentliche Zug drin. Das ist das eine. Hinter der Kaltfront sickert Polarluft herein und in höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen bedeutet das dann nachfolgend Glättegefahr durch Schneematsch und Schnee. Davon betroffen sind das Hochsauerland, vor allen Dingen der Harz, das hessische Bergland in höheren Lagen, Thüringer Wald bis zum Erzgebirge rüber, dann über den Bayerischen und Böhmerwald bis ins Mühl- und Waldviertel und natürlich in die Alpen rein. Das ist hier relativ normal um diese Jahreszeit, was vielleicht einige nicht bedenken, weil es ja so warm und schon sommerlich war, dass das eben noch passieren kann. Im Flachland wird da nichts passieren. Schauen wir ganz kurz auf die Ensembles und wir beginnen am Niederrhein. Da kennt ihr die Linien, alle rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir wiederum in den verschiedenen Farben finden. Da sind ein paar Ausreißer dabei, aber Holdrio, die sind ganz schön warm, die würden dann diese Witterung bringen, die wir schon wieder hatten. Der große Rest ist unten und der sogenannte Hauptlauf hier in hellgrün ist relativ weit oben, das Mittel weiter unten und im Vergleich zwischen dem langjährigen Mittel und dem Mittel liegen um die 5 Grad, das ist also deutlich kälter eine ganze Weile. Unten sind die Niederschlagssignale. Das ist das amerikanische und das ist das europäische Modell. Die sind gleich auf. Wenn wir auf die andere Seite gehen, nach Zittau, da haben wir das Gleiche. Auch hier unterdurchschnittliche Temperaturen mit den Ausreißern nach oben. Immer wieder Niederschläge. Hinten raus gibt es eine leichte Biegung nach oben, wenn es Richtung Mai geht. Und das europäische ECMWF-Modell sieht das genauso. Aber jetzt stehen wir erst einmal so 10, 14 Tage vor einer durchschnittlich unterkühlten Witterung, es sei denn, die milderen Läufe treffen ein, dann natürlich nicht. Aber für ein paar Tage wird es definitiv nasskalt werden. Und nass. Das europäische ECMWF-Modell macht für die kommenden 10 Tage etwa so zwischen 20 und 60 im Stau der Berge an die 100 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Das amerikanische GFS-Modell einen Tacken weniger. Und wenn wir noch ein paar Tage draufrechnen bis Ende des Monats, dann ist es überall ziemlich nass. Natürlich variiert das immer mal wieder ein bisschen je nach Lauf. Der Vorlauf war etwas nasser, dann geht es mal wieder ein bisschen runter mit den Niederschlagssignalen, dann wieder rauf. Auf alle Fälle steht uns eben eine nasskalte Phase bevor mit den meisten Niederschlägen auf der Alpen-Nordseite, die in den Alpen durchgehend in mittleren und hohen Lagen als Schnee niedergehen werden.
In Sachen Sonnenschein hatten wir gestern noch Sonne, einmal im äußersten Norden, einmal im äußersten Süden. Über der Mitte lag dieses Wolkengebiet. Die Tiefstwerte viel, viel, viel zu mild für diese Jahreszeit. 3 bis 14 Grad, die Höchstwerte 11 Grad auf der Nordsee und 28 Grad gab es nochmal im Südwesten. In Emmendingen 27,7 Grad ist der einzige Wert auf 28 Grad gerundet. Man erkennt aber auch, südlich von Main und Mosel waren noch die wärmsten Werte. Weiter nach Norden zu blieb es schon deutlich kühler. Und deutlich kühler ist das Stichwort für die kommenden Tage. Ein richtig satter Trog wölbt sich von Norden über Europa aus. Ein Tief hier über der Nordsee sorgt dafür, dass hochreichende Kaltluft zu uns kommt. Mit Isobarendrängung, das heißt den liniengleichen Luftdrucks, die sehr eng liegen, das spricht für Wind. Und niedrigem Geopotential, das heißt, da kommt so eine richtige Wölbung von oben reingezogen, die uns den Tiefdruck bringt, mit Temperaturen dann von unter 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Und dann bleiben wir bis Freitag da drin. Und die sogenannte 552er kommt näher. Und dieser Strich hier, so können wir uns die Strömung vorstellen, geht von Norden gegen die Alpen. Das heißt, alles, was an Niederschlägen verfügbar ist, wird nach Süden gedrückt gegen die Mittelgebirge, vor allen Dingen aber gegen die Alpen. Da ist nicht nur das Windfeld, das gestaucht wird, sondern die Wolken, die gestaut werden und hier für anhaltende Regen- und Schneefälle sorgen werden. Und an dieser 552er gibt es auch immer so kleine Knicks, da ziehen dann Randtiefs entlang. Die bringen immer etwas mildere, dann wieder kältere Luft, was für Feuchtigkeit sorgen wird. Und die Temperaturen liegen dabei in 1500 Meter Höhe bei um die minus 5 Grad. Und am Montag, nach dem amerikanischen GFS-Modell, ihr erinnert euch, das nach oben ausbüchst, das ist in dem Fall ein milder Ausreißer, rutscht das hoch nach, bevor von Norden wieder was Neues herangezogen kommt und die Temperaturen gehen mal im Hochdruckkeil vorübergehend nach oben, wenn das so kommt. Es ist ein Ausreißer. Am Ende schauen wir uns das ganz frische deutsche Icon-Modell an für diesen Zeitraum. Der heutige Tag bringt erst einmal Regen im Süden. Von Nordwesten kommt die neue Front herangezogen. Das ist die Kaltfront und die ist wunderbar strukturiert. Da sieht man so richtig den Bogen mit dem Platzregen, den starken Regenfällen eben und den Gewittern. Und wenn ihr mal genau hinschaut, da ist so ein kleiner Knick in den Isobaren drin. Das ist eben die Kaltfront. Die andere Front, die erste Kaltfront, zieht nach Südosten ab. Dazwischen lockert es mal kurz auf in einem Streifen, wo es dann mal sonniger wird. Der Wind weht stark bis stürmisch. Darüber haben wir eben gesprochen. Bei Höchstwerten von 8 bis 18 im Südwesten bei 19 Grad und im Süden Österreichs sind locker noch mal bis zu 27 Grad drin. Am morgigen Dienstag haben wir am Vormittag dieses Tief hier über NRW und Niedersachsen liegen. Das, was lila ist im Bereich der Mittelgebirge, ist Schnee und in den Alpen sonst natürlich Regen. Isobarendrängung spricht für Wind und am Nachmittag, da steigt natürlich die Schneefallgrenze deutlich an. Die liegt in den Frühstunden bei 300, 400 Meter Höhe und tagsüber dann höher und es gibt weitere Schauer. Die Schneefallgrenze so zwischen 700 und 900 Meter Höhe im Schnitt. Immer wieder gibt es Regen und Graupel im Bergland eben Schnee. Teilweise sind Gewitter dabei. Das Ganze gegen den Uhrzeigersinn im Tief mit starkem bis stürmischem Wind aus West bis Nord. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bei 12 Grad im Emsland. Der Mittwoch bringt dann weitere Niederschläge, wie es ja im Beamten Deutsch der Meteorologie heißt. Das heißt Regen und Schnee. Schnee in den höheren Lagen Süddeutschlands zieht sich dann an den Alpenrand zurück. Da wird es zwar schneien, aber der Schnee bleibt natürlich nicht liegen. Dafür ist es zu mild. Aber es kommt immer und immer wieder was nachgezogen. Am Abend dann bleibt der Schnee liegen und kann auch für Glättegefahr sorgen. Schneefallgrenze wieder so 700, 800 Meter Höhe, zahlreiche Schauer und Gewitter. Am freundlichsten ist es dabei direkt an der See. Der Wind kommt weiter aus Nordwest bis Nord, schwächt sich aber ein bisschen ab. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 13 Grad. Am Donnerstag haben wir so L-förmig nur umgedreht an den Alpen und im Osten weitere Schauer und Gewitter bei ähnlichen Temperaturen. Nach Nordwesten zu ist es freundlicher. Am Freitag grätscht die nächste Gurke rein mit Regen im Südosten noch ein paar Schauer bei 4 bis 14 Grad. Und wenn das so kommen sollte, wie es das amerikanische Modell mit seinem Hauptlauf berechnet, würde es eben milder werden. Am Samstag verlagert sich die Schauertätigkeit in den Osten. Teils sind noch Gewitter dabei. Regen, Schnee und Graupelschauer, typisches Aprilwetter. Am Sonntag auch noch im Osten. Ansonsten wird es freundlicher und etwas milder und der Wind flaut ab. Kommen wir zu den Ensembles. Im Norden Deutschlands gehen wir jetzt runter auf unter 10 Grad und dann verbleibt das Mittel bei 5
10 bis 10 Grad etwa. Ab und zu sind sogar mal ein paar Läufe dabei, die gehen in den Nachtfrostbereich. Immer wieder Niederschlag, wenige davon als Schnee. Im Westen genauso, da geht es runter auf unter 10 Grad, dann auf 10 bis 15 Grad drauf, ähnlich wie im Norden Deutschlands. Immer wieder Nässe, weniger als Schnee. In der Mitte, da sind schon mehr Schneesignale dabei und zwar mehr oder weniger über den gesamten Zeitraum verteilt. Mit sonst vielen Niederschlägen, Temperaturen, alles so zwischen 5 und 10 Grad. Hinten raus tendenziell ein bisschen ansteigend. Im Osten auch immer wieder Niederschläge, weniger als Schnee, Temperaturen erst so um und über 10 Grad, dann zwischen 5 und 10 Grad, später wieder zwischen 10 und 15 Grad. Im Süden Deutschlands viele Niederschläge und vor allen Dingen sehr, sehr viele Schneesignale. Nochmal, der Schnee bleibt nicht unbedingt liegen, tagsüber sowieso nicht, aber das kann abends, nachts und in den Frühstunden passieren mit entsprechender Glättegefahr. Die Temperaturen machen mal einen deutlichen Knick nach unten, gehen dann wieder nach oben. Es bleibt allerdings kühl. Im Schweizer Mittelland, in tieferen Lagen wie in Aarau, ähnlich wie im Süden Deutschlands, vorübergehend sogar Schneesignale mit Niederschlägen, die lassen dann mal nach Ende des Monats nehmen die wieder zu, die Temperaturen steigen ein bisschen an. Und noch ein Blick nach Linz. Auch hier geht es runter mit den Temperaturen, rauf mit den Niederschlagssignalen, die zum Teil als Schnee niedergehen. Später lässt das in Sachen Schnee nach, die Niederschläge bleiben, die Temperaturen gehen nach oben. Und eben hatte ich erwähnt, dass das deutsche Modell Icon bereits reingetrudelt ist um diese Zeit. Und das würde für das Wetter in heute in einer Woche, also 0 plus 180 Stunden, das wäre Montag 14 Uhr, folgende Wetterlage bringen. Kein Hochdruckkeil, der mildere Luft bringt, im Gegenteil. Da hätten wir es mit einer Kaltluftschüssel hier über dem zentralen Mitteleuropa und dem östlichen Mitteleuropa zu tun, bis nach Osteuropa rein. Minus 35 Grad in 5,5 Kilometer Höhe, das ist hochreichende Kaltluft, der Klassiker für Regen, Schnee und Graupelschauer. Und die Temperaturen lägen in 1500 Meter Höhe selbst tagsüber bei um die minus 5 Grad. Das heißt, das Wetter, das wir diese Woche haben, würde sich dann bis in die nächste Woche reinziehen. Schönen Wochenstart und bis später.